herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ist er der Richtige? So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und bei dieser Legung beantworte ich die Frage, ist er der Richtige oder kommt jemand anderes? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das auch astrologisch an und ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie, die Berechnung und die Deutung? Selbstverständlich kommt noch die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, ist er der Richtige, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Lianira ist die mediale Name. Liebe Lianira, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Kurz deine Geschichte. Du hast im Internet jemand kennengelernt und es war eine wunderbare Begegnung. Und du hast das Gefühl gehabt, es passt alles. Und dann wollt ihr euch verabreden und seitdem hörst von ihm nichts. Er ist zurückgezogen. Es ist einige Monate vergangen und du denkst immer noch an diesen Mann. Und du möchtest wissen, ob ihr Chancen habt. Ist er der Richtige? Du hast auch Fragen gestellt und du bekommst Antwort auf deine Fragen. Und diese Antworten sind die mediale Botschaften. Diese mediale Botschaften sind nicht meinen Gedanken. Und ich lese das auch nicht von Karten vor, sondern ich empfange diese Botschaften. Deine erste Frage war, kommt er wieder auch auf mich zu? Die Antwort ist, und das ist die erste mediale Botschaft, er kann nicht kommen, weil er hat eine Frau. Die zweite Frage war, warum beendete er es? Die Antwort ist, er kann dich persönlich nicht kennenlernen, weil er gebunden ist. Die nächste Frage war, ist er ein Gigolo oder empfand er auch etwas für mich? Die Antwort ist, er hofft, dass er eines Tages alleine ist, dann möchte er dich sehen. Deine nächste Frage war, was soll ich oder kann ich tun? Die Antwort ist, nichts kannst du tun. Nur vertrauen, dass es für euch beiden gut ausgeht. Und jetzt kommt Astrologie. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen, ich auch, wenn ich damit arbeite, berechnen wir die Horoskopen anders. Wir berücksichtigen, dass das Sonnensystem auch Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder Tausenden von Jahren macht es schon was aus. Und es ist eine präzisere Berechnung. Und übereinstimmt so, wie die Astronomen das auch berechnen. Also die Berechnung ist präziser. Nach diesem indischen Berechnung hast du Aszendent Löwe.
Und das bedeutet für dich, im Mittelpunkt zu stehen, diesen Glanz zu zeigen und auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Und das ist dein Auftreten. Bist du auch so wahrgenommen? Also sei selbstbewusst. Deine Sonne ist in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Deine Sonne und Saturn steht in einer sehr schönen harmonischen Verbindung und das bedeutet schon etwas, weil Saturn lenkt die Schicksale, sorgt für schicksalhafte Ereignisse im Leben. Also du hast diese Begünstigung von Schicksal, dass es alles gut ausgeht. Die einzige Spannung in deinem Horoskop, das hat mit ihm jetzt nichts zu tun, das ist die Sprache und deinen Gefühlen. Das bedeutet, entweder durch die Kommunikation fühlst du dich verletzt und das beeinflusst deinen Gefühlen, das sind verletzten Gefühlen, oder du möchtest niemand verletzen und ziehst dich zurück und traust nicht etwas zum Sagen, kann auch bedeuten. Und weil du dich nicht wehren kannst, dann verletzt du wieder dich selbst, kann aber diese Spannung auch bedeuten, dass du offen bist und viel über deinen Gefühlen sprichst und die anderen nützen das auch und versuchen dich zum Verletzen manipulieren. Also achte auf deine Gefühle, was die Sprache betrifft. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so kommst im Gleichgewicht. Venus ist der Liebesplanet. Das ist sehr schön bestrahlt von Mond. Mond und Venus stehen wunderbar in Verbindung. Sei intuitiv, hör auf dein Gefühl. Und das zeigt auch für mich, du hast Glück in die Liebe Partnerschaft. Und jetzt vergleichen wir euren beiden Horoskopen. Du bist in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren. Das ist natürlich Luftelement, gibt diese Leichtigkeit, das Spielerische. Und er ist in Tierkreiszeichen Waage geboren. Auch Luftelement. Er braucht auch diese Leichtigkeit. Aber er braucht auch Beziehung, weil so fühlt er sich bestätigt. Und für ihn ist es wichtig, die inneren Gleichgewicht und Gerechtigkeit sind wichtige Themen. Aber kann auch die künstlerische Begabung sein. Vor allem, er hat noch mehr Planeten in Tierkreiszeichen Waage. Er ist sehr harmoniebedürftig und hat künstlerische Begabung. Also wie euren Sonne steht, Zwilling und Waage, die stehen in Harmonie, weil beide gehören zum Luftelement. Also ihr harmonisiert sehr gut miteinander. Was die Gefühle betrifft, es ist interessant, weil es ist etwas anderes, aber es ist keine Spannung, sondern das macht euch interessant. Dein Mond im Widder, und sein Mond ist im Skorpion. Natürlich ist die wieder aktiver, mutiger, zeigt auch Gefühle. Also dein Widdermond ist impulsiv und du öffnest dich auch, zeigst auch Interesse, Gefühle. Er ist eher passiv, zurückhaltend, aber er nimmt seinen Gefühlen auch sehr intensiv wahr und sehr leidenschaftlich, sehr sinnlich und sehr leidenschaftlich. Die Mars-Energie, das ist eine männliche Energie, ihn zeigt als Mann. Und bei Frauen, bei uns Frauen, bedeutet diese Mars-Energie die Kraft und Mut, etwas bewältigen, etwas in Bewegung setzen. Dein Mars im Stier, und das bedeutet, du brauchst Sicherheit, Stabilität und setzt du dafür auch ein, dass du ein gutes, bequemes Leben hast oder du machst angenehm, verschönerst auch etwas in deinen Umgebungen, da setzt du gerne ein, deine Kraft und brauchst auch viel Ruhe, damit du in Kraft bleibst. Sein Mars ist im Steinbock. Stier und Steinbock gehören beide zum Erdeelement. Beide brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur und da setzen sie sich ein, stehen vollkommen in Harmonie. Was die Sprache betrifft, da habt ihr eine Spannung,
weil dein Merkur ist im Krebs und du sprichst gerne über Gefühle und sein Merkur ist im Waage, er möchte eher in Harmonie bleiben. Und wenn du über verletzten Gefühle sprichst, er umgeht das alles. Also es ist schwierig dann, so was die Kommunikation betrifft, diese Spannung rausnehmen. Aber es gibt hier eine Lösung und das liegt im goldenen Schnittpunkt. Und das ist zwischen Löwe und Jungfrau. Die Jungfrau ist klug, bescheiden, ist eher zurückhaltend. Die Löwe natürlich zeigt sich auch und ist auch aktiv und bestimmt auch etwas. Also eine Löwe kann mal die Ton erhoben. Und diese Mischung brauchst du, kommst besser mit ihm klar. Das heißt, wenn dich etwas stört, dann hast du die Recht, auch mal lauter zu werden. Oder mal deine Meinung mal offen sagen. Die Löwe ist offen. Das ist die Offenheit. Aber wenn du das Gefühl hast, jetzt ist gerade unpassend, weil entsteht Spannung, dann zieh in Richtung Jungfrau und sag, jetzt bin ich klug, jetzt warte ich mal, bis es alles beruhigt und sei bescheiden. Und diese Mischung sorgt dafür, dass ihr eine bessere Kommunikation habt. Venus ist die Liebesplanet bei dir im Stier und Venus fühlt sich sehr wohl im Stier, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen. Stier möchte auch schön gestalten, eine schöne, bequeme Umgebung, Genuss, das Leben zu genießen, nicht nur die Schönheit, sondern Ästhetik, sondern auch ein schön gedeckter Tisch. Du achtest drauf, man isst mit den Augen. Und sein Venus ist im Waage. Venus herrscht über die Waagen. Venus herrscht über zwei Tierkreiszeichen. Einmal über Waage und einmal über Stier. Und du hast Stier, Venus, er hat Waage, Venus. Ihr seid beide harmoniebedürftig. Ihr möchtet die Beziehung genießen. Ich sehe da Chancen, aber solange bis er gebunden ist, es ist schwierig zum Handeln. Und noch etwas über die Karma, weil das ist auch sehr wichtig. Du hast die karmischen Erfahrungen in früheren Leben in Tierkreiszeichen Fischen gemacht. Da kennst du dich aus, da bist du vertraut. Und das bedeutet Intuition, Inspiration, Träume, Visionen, einen spirituellen Weg und auch dieses Vertrauen, alles geschehen lassen. Das ist die Richtung, was auch sehr gut, weil hier in diesem Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum und Glück verborgen. Und da kennst du dich aus, aber ohne Angst, weil Angst blockiert. Und dein neuer Weg, und das bedeutet dein karmischen Weg, dein Schicksalsweg, was du brauchst diese Erfahrungen, das befreit dich auch. Dein karmischen Weg geht in Richtung Jungfrau, dein Leben in Ordnung zu bringen, bescheiden sein, kluge Entscheidungen treffen, etwas überprüfen, dann trennen Spreu von Weizen. Und auch die Gesundheit achten, auch mal etwas zu bereinigen, klären, klärenden Gesprächen führen. Und das hilft dir im Leben, im Allgemeinen, nicht nur in dieser Beziehung. Sein alte Karma befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist dieser familiäre, das kennt er von früher. Also er ist sehr gefühlsvoll, er sorgt für anderen, leider wird das oft ausgenutzt, aber er hat auch eine Begabung und das ist das Gefühl zum Spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Sein neuer Weg, was ihn befreit, was er auch braucht, das ist die Steinbock. Und Steinbock bedeutet, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist ein von Saturn beherrschter Tierkreiszeichen. Und Saturn ist die Erinnerung an den goldenen Zeitalter. Nicht umsonst haben die
römischen Kaiser Saturn verehrt. Die haben schon gewusst, was sie tun. Also das ist schon was Wunderbares. Das sind die alten Erinnerungen, was Wertvolles, die Werte zu erhalten, die Traditionen zu erhalten. Das ist schon ein Stück Heimat. Das ist die goldenen Zeitalter. Das ist die Paradies. Das ist Steinbock, ist ein Stück Erde vom Paradies. Und das erreichen wir erst dann, wenn wir Ziele setzen, wenn wir daran glauben, wenn wir das nicht aufgeben, egal wie steinig dieser Weg ist, aber das Vertrauen und geduldig zu sein und in diesen Weg zu gehen. Das ist sein Weg, weil das, was ihm befreit, was könnte sein? Die alte Karma natürlich fesselt ihn in Familie. Aber wenn er andere Ziele hat, dann soll das konzentriert diese Ziele verfolgen. Und das ist sein Schicksalsweg, das ist sein karmischer Weg. Noch etwas für die Mondhäuser gehört zum indischen Astrologie. Was sind das, diese Mondhäuser? Der Mond, so beschreibt die indische Mythologie. Das ist ein Mann. Und dieser Mann verliebt sich in eine junge, hübsche Dame und will heiraten. Macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, na gut, ich habe das gut überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst seine Schwester auch heiraten, zwar alle. Du musst auch ihre Schwester heiraten, zwar alle ihre Schwestern. Die Mond blieb nichts anderes übrig. Die musste alle 27 Frauen heiraten. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Natürlich sind die Frauen unterschiedlich. Seine ist mal jünger, andere älter. Eine ist sinnlich, andere ist stolz oder eingebildet. Jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Diese Beschreibung kommt natürlich von den Sternen, ganz klar. Und das sind diese sogenannten Mondhäuser. Und dieser Besuch ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und wie könnte ich seine Männlichkeit beschreiben? Wo liegt sein Mars? Das muss ich betrachten. Sein Mars befindet sich in seinem Horoskop im Steinbock, aber im Grenzbereich zu Wassermann. Und dieser Mondhaus heißt Tanishta. Und übersetzt heißt es auch Grenzen. Natürlich Grenzen, weil das ist die Grenze zwischen Steinbock und Wassermann. Und der Steinbock versucht, den Himmel auf die Erde zu bringen, das Realisieren unserer Wünsche. Unsere Sinn, damit wir unsere Träume leben. Steinbock ist sehr realistisch. Und das möchte gestalten. Und die Wassermann verlässt die Erde und will zurück zum Himmel. Er schaut nach die Höhe, nach die Sterne. Die Wassermann strebt nach die Höhe bis zum Sternen. Aber die Energie ist das Gleiche. Das ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und die Ideen, die Träume, die Ideen, das ist Wassermann und die Realität ist Steinbock. Und so kommt zu einer Mischung. Bei dir, dieser Mondhäuser, dein Aszendent ist Löwe. Und diese Aszendent befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Punarvasu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist ein Stern, was die Ägypten verehrt haben und ein hell leuchtenden Stern im Himmel. Ein Wegweiser zeigt den Weg und zeigt den Weg für die Plejaden, das sind die sieben Geschwister. Ein ganz hell leuchtender Stern und diesem Stern vermittelt etwas, Wegweiser zu sein. Und mit deinem Auftreten, Aszendent ist so, wie du wahrgenommen bist, du leuchtest, das ist Licht,
Du bist ein leuchtender Stern und so bist du wahrgenommen und bist Wegweiser für viele Menschen. Und dieser Mondhaus bedeutet auch, frei zu sein, unabhängig zu sein. Eine weibliche Energie, die Empfängnis. Und wenn du so passiv warten kannst, bis etwas auf dich zukommt, dann verspürst deine innere Kraft, die schöpferische Kraft, und das ist dein Potenzial. Und dann kannst du aktiv sein. Das ist diese Mischung. Zurückhaltend sein, warten, bis etwas auf dich zukommt, so wie dieser Mann auch. Und dann aktiv sein. Und daran liegt deine Kraft. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und die Mondhaus heißt Ashwini. Und bedeutet auch Heilung. Und welche Heilung handelt sich hier? Das ist die Wirkung von Andromeda. Der Sternbild Andromeda beeinflusst deinen Gefühlszustand, deinen Emotionen. Und dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab einmal eine Königin, Cassiopeia. Und Cassiopeia prallte überall. Ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert. Ja, sie haben beschwert bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres. Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch zu diesem Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch kam an in diesem Königreich und dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir befehlt? Ich kann doch meine eigenen Entscheidungen treffen. Und dieser Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. Andromeda war gefesselt. In die Nähe war Medusa, die furchterregend. Diese Medusa hatte Schlangenhaare. Und die Sage erzählte, dass jeder, der Medusa erblickt hat, hat sofort Angst bekommen und war wie ein Stein, unbeweglich. Und so ging das auch Andromeda. Er hat so viel Angst gehabt, war auch gefesselt, war auch unbeweglich. Bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda und tötete Medusa. Und die beiden, Perseus und Andromeda, haben sich auch verliebt. Also es ist schon eine schöne Liebesgeschichte. Und diese Liebesgeschichte wirkt auf deinen Gefühlen, weil du stehst im Einfluss von Andromeda. Und wenn du Angst hast für eine Beziehung, Angst hast von diesem Treffen mit ihm, das macht unbeweglich, das fesselt, geht nichts voran. Versuche, von deinen Ängsten befreien und vertraue, dass dieser Perseus, dein Wunschpartner, kommt. Wenn er dich liebt, dann kommt er auch. Und wenn er dich nicht liebt, dann soll er wegbleiben, dann kommt jemand anderes. Aber bleib erstmal in diesem Vertrauen. Dein Venus ist die Liebesplanet und auch die weibliche Energie befindet sich bei dir im Stier. Und dieser Mondhaus heißt Kritika. Und das war die wildeste unter diesen Schwestern. Und dieser Kritika hat auch sehr viel Stolz gehabt. Und mit dieser stolzen Haltung hast du mehr Glück in die Liebe. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Diese Karte zeigt deine momentane Situation. Die Augen sind gebunden. Du weißt momentan nicht, wie das weitergehen soll. Du möchtest gerne Entscheidungen treffen,
Aber es ist sehr schwierig, weil du weißt nicht, was er will. Momentan habt ihr keinen Kontakt, er ist zurückgezogen. Aber bleib im inneren Gleichgewicht. Was schwächt dich? Was stört hier in deiner Situation? Das ist dieser Rückzug. Dieser Rückzug, sein Rückzug, das, was stört, das ist gar nicht die Liebe, sondern dass er gerade im Rückzug ist. Was stärkt dich? Mond symbolisiert deinen Gefühlen. Mond hat einen Bezug zu unseren Träumen, zu unserem Unbewussten. Bleib in diesem Traum und lass die Ängste los. In dem Moment, wo du das angstfrei erlebst, deine Träume, deine Vision, lernst du über Wasser gehen. Was ist dieses Wasser? Das ist unserem Gefühlen. Jetzt schauen wir diesen Wunschpartner an. Dieses Bild zeigt seine momentane Situation. Schau mal, dieses Pferd springt. Er möchte zu dir springen. Das ist Bewegung, aber er hat Angst, dass er verliert die Halt und wird nach unten fallen. Er hat Angst, mit diesem Pferd fahren, das in Bewegung setzen. Dann zieht er sich lieber zurück. Welche Fehler macht er? Dieses Bild zeigt, er sollte sein Leben, seinen Gefühlen beherrschen. Die Zahl 4 heißt, er braucht Sicherheit, Stabilität, Struktur. Wahrscheinlich das ist der Grund, was er festhalten möchte. Aber er kann nicht bewegen und er kann nicht über seinen eigenen Gefühlen herrschen. Er ist total durcheinander. Er verliert die Halt momentan. Was unterstützt diese Liebe, dass er zurückkehrt? Im Hintergrund dieser Feuer symbolisiert die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein. Und es ist eine schnelle Bewegung. Er kehrt wieder zu dir zurück. Was kannst du erwarten in Zukunft? Diese Karte gefällt mir sehr gut, weil hier außerdem, das sind die Umstände oder die Ängste, aber die Mitte ist hell, da leuchtet die Sonne, da kommt Klarheit. Und das ist wie eine Rückkehr von früher. Das ist wie eine Seelenverbindung oder eine karmische Liebe. Jetzt stellen wir vor, du möchtest es nicht. Oder du verlierst die Hoffnung. Gibt es einen anderen Mann, deine Chancen, dieser zweite Mann, wo du kennenlernen könntest, rein theoretisch? Diese Karte beschreibt diesen noch unbekannten Mann. Das ist der Sturm. Er hat gerade eine Lebensumstände, wo etwas schwierig ist, einen Ausweg zu finden. Das ist richtig heftig stürmisch, was er gerade mitmacht. Er verliert fast den Halt, so ähnlich erkämpft. Er kämpft regelrecht. Was schwächt ihn? Er kann schwer von etwas trennen oder etwas loslassen, seine Vergangenheit. Er geht in eine neue Richtung, also er hat schon Entscheidungen getroffen und hat von etwas getrennt, aber die Erinnerungen sind noch da und das sind verletzte Gefühle. Was ist der Vorteil? Diese neue Begegnung würde auch sehr gefühlsvoll sein. Und die weißen Tauben, hier die Befreiung, das würde dir gut tun. Könntest die Zukunft mit diesem unbekannten Mann erleben? Dieser Mann entspricht deinen Sehnsüchten. Und das ist sehr gefühlsvoll und könnte dir die Sicherheit und Stabilität bieten. Dieser Wunschpartner ist eher seelisch, was karmisch, der andere
könnte dir die Leichtigkeit und die Stabilität bieten in dein Leben. Und was erlebst du? Wie wirst du dich entscheiden oder welche Richtung wird das gehen? Höre auf deine Intuition. Tauche ein auf dein Inneren. Lass es einfach geschehen. Und die beiden Männer kommen auf dich zu, weil er kehrt zurück. Die andere Mann wirst du auch begegnen. Und dann hör auf dein Gefühl und dann triffst auch die richtige Entscheidung. Liebe Lianira, das war diese Legung, ist er der Richtige? Ich möchte mich bedanken nochmal für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.